Bist du bescheuert? Heb das auf, wir fahren weg. Du hast noch keinen Führerschein. Da bin ich ja voll das Pfund hinten drauf gebrettert. Mit meinen 30 km/h. 4 Meter auf jeden Fall ging es da runter. Es ging direkt runter neben eine Straße. Ich habe echt gedacht, die ist jetzt tot oder so, ne? Weil das sah echt krass aus. So, guten Tag, meine Eierköppe. Ist schon locker mindestens drei Wochen her, wo ich gefahren bin. Die Videos, die ihr wöchentlich seht, die sind innerhalb von kurzem Zeitraum entstanden. Und jetzt ist, was haben wir denn heute? Heute ist der 26., also schon Ende April. Und ja, wir haben auch erst 15 Grad, also ich kenne April auch schon wärmer. Aber egal, wir müssen halt nehmen, was wir kriegen können. Ja, ich wollte eigentlich meine Lederkombihose anziehen, aber hat nicht so ganz geklappt. Obwohl die vor ein paar Wochen noch gepasst hat. Naja, egal. Aber es gab jetzt so viele Themen. Ich hatte ein Video letztens aufgenommen. Und zwar habe ich, ich habe auf Instagram ein Bild hochgeladen. Da stehe ich, oder steht die Wilma, also die Kawasaki. Auch an der Weseler Rheinbrücke, wo im Hintergrund das Schild Richtung Wesel und Geldern zeigt. Und kann er mal eben einblenden. Und genau danach habe ich einen Motorvlog gemacht. Ich Eierkopf, habe aber das Mikrofon nicht eingesteckt. Also, da ist nichts geworden. Ne? Also muss ich das jetzt quasi nochmal machen. Und zwar ist das ein Thema gewesen. Ich weiß gar nicht, ob ich das auch alles nochmal so zusammenbekomme, weil das fiel mir letzte Woche auf, als ich das bearbeiten wollte. Da hatte ich Spätschicht und dann mache ich das immer nach der Spätschicht, weil dann bin ich nachts in meinem Keller, Büro, Schrägstrich, Zockerraum, was auch immer. Und da ist mir aufgefallen, jo, da ist irgendwie keine Sprache mit bei, ne? Also ja, habe ich irgendwie vergessen, das Mikrofon reinzustecken. Ja. Kann mal passieren. Dadurch, dass ich ja früher sowieso anders aufgenommen habe, übers Handy, habe ich da gar nicht drüber nachgedacht, den Mikrofonstecker jetzt hier in die GoPro reinzustecken. Aber, naja, so ist jetzt eben so. Deswegen wiederhole ich das Thema jetzt nochmal ein bisschen. Und zwar ging es sich da in dem Video, also beziehungsweise jetzt heute dann letztendlich, ich hoffe, dass das jetzt auch klappt. Ich prüfe nochmal nach. Ja, ist drin. Unfallsituation, die ich schon miterlebt habe. Da fange ich mal am besten bei meinen Rollerzeiten an früher. Und zwar habe ich ja mit 15 die Mofa-Prüfbescheinigung gemacht. Und ich hatte schon mit 14 mir so einen hässlichen Kackroller ausgesucht. Und ich weiß noch, beim letzten Versuch, das Video aufzunehmen, bin ich nicht auf den verkackten Namen gekommen von meinem allerersten Roller. Das ist ein richtig hässliches Kackteil gewesen. Auch früher schon. Weil früher gab es das schon, Aerox und Speedfight und so weiter. Und ich wollte unbedingt so ein altes Entending haben. Und das ist ein Derby Famos. Oder Derby Vamos, oder wie sich das ausspricht. Ich denke mal Vamos. Ich suche mal bei Google ein Foto raus, weil ich glaube nicht mehr, dass ich genau von meinem Roller noch ein Foto davon habe. Ja. Ja, der war gelb, als wir den gekauft haben. Und ich wollte den unbedingt umlackieren mit meinem Vater zusammen. Und ich hatte mir, also früher war zum Beispiel, war das noch gar nicht so in mit so, ja, ziemlich, ja, wie soll ich sagen, nicht dezenten Farben, sondern sehr grelle Farben. Und da hatte ich mir damals schon so ein geiles lila Metallic rausgesucht, was heute, also etwas dunkleres lila Metallic, was heute total geil kommt auf Fahrzeugen. Aber früher war es noch nicht so weit. Ja. Und als ich das dann erzählt habe, meinen Kumpels und so, wo ich direkt ausgelacht. Die Farbe war geil. Die war richtig geil. Nur halt, ja, der Roller war eigentlich nicht so geil, aber das habe ich damals noch nicht gesehen. Und meine Mitschüler fanden das anscheinend auch nicht so lustig, dass dann ein Junge mit einem lila Roller durch die Gegend fährt. Oder dann in Zukunft. Dann habe ich den dann kurzerhand nochmal in schwarz umlackiert. Und danach sah der auch
halbwegs gut aus. Ja, als er dann fertig war, ich hatte aber meine Prüfbescheinigung noch nicht. Das heißt, ja, früher hießen die Schnittloch, heute heißen die Schlümpfe, oder wie? Ja, ich hatte dann, der Roller war fertig und ich hatte auch meine Prüfung schon fertig. Die habe ich in der Schule gemacht damals. Das hat mal 30 Euro gekostet haben oder so. Das war wirklich nur so ein paar Stündchen da auf dem Schulhof. Und das war es dann schon. Also wir haben gar nicht am Straßenverkehr teilgenommen. Bin ich mit meinem Vater aber schon zusammen Roller gefahren. Meine Stiefmutter hat einen Roller damals auch gekauft, einen ganz neuen MBK Oveto, baugleich mit dem Yamaha Neos, ist eigentlich der gleiche Teil. Und also der gleiche Roller in dem Video von mir, wo ich den Roller-Vlog gemacht habe, der in blau ist, der von meiner Frau. Meine Schwiegermutter hat den in schwarz, das ist das gleiche Modell. Und ja, dann sind wir auf den Trichter gekommen, ja, wir können doch schon mal ein bisschen rumfahren, so abends, wenn nicht viel los ist. Ich weiß noch, damals in Strahlen, da war ja kaum Polizei, da war nur donnerstags der Dorfscheriff sozusagen, war der im Dienst. Ansonsten hast du da damals nie Polizei gesehen, das kam erst später. Und ja, dann haben wir gedacht, ja, du hast da eh eigentlich deine Prüfbescheinigung, du musst halt nur noch warten, bis du 15 bist. Ja, und das waren dann irgendwie noch ein paar Tage. Und ja, mein Vater und ich dann, also er hat dann den Roller von meiner Stiefmutter genommen, ich habe dann meinen Roller genommen, da sind wir halt so ein bisschen durch Strahlen gefahren, auch Gewerbegebiet und so ein bisschen außerhalb. Da ist natürlich was passiert. Wird nicht besser laufen hätte können oder wie auch, ne? Ja, hat ein bisschen geregnet. Ne, warte mal, das erste Mal war ein anderes Ding. Das erste Mal war, ist mein Vater so behindert an mir vorbeigefahren, der hat mich rechts überholt. Und dann hat er, also da war wirklich keine Briefmarke hätte mir dazwischen gepasst. Schulter an Schulter hat er mich fast umgeboxt. Ja, irgendwie weiß ich auch nicht. Der ist ja so. Auch der fährt ja auch Motorrad und fährt auch Street Fighter und sowas. Also ist sowieso schon ein Nagel im Kopf. Aber auf einer guten Art. Und ja, das hat er dann beim Rollerfahren auch raushängen lassen. Und ich als kleiner Döpken da, weißt du, kaum Erfahrung, musste dann meinen Roller halten. Ja, und dann sind wir ein paar Tage später nochmal gefahren. Und da hatte das vorher ein bisschen geregnet. Und dann bin ich in Strahlen in der Schule. Oder an der Schule, da kannst du dann zum Kreisverkehr abbiegen. Da waren solche Abbiegerbemalungen da auf dem Boden, diese Pfeile. Und die waren frisch gemacht und es hatte geregnet. Mein Vater, ich weiß nicht warum, also der ist gefahren wie eine besenkte Sau. Und der Roller von meiner Stiefmutter, der fuhr auch schneller, weil die dürfen ja 50 fahren oder was. Und ich durfte ja nur 25 fahren offiziell. Der ist, glaube ich, 30 oder 31 gefahren, laut Tacho. Also wenn der mal echte 20 gefahren ist, da war dann schon viel. Das alte Kackfass. Ja, dann musste ich dann bremsen. Und ich habe nur vorne gebremst, glaube ich zumindest. Ich meine, mich erinnern zu können, dass ich nur vorne gebremst habe. Und das war dann genau auf den nassen, frisch gestrichenen Abbiegestreifen. Ja, vorne natürlich weggerutscht. Schön nach rechts umgekippt, der Roller lag auf dem Boden und bei dem Derby Famos, wenn ich jetzt ein Bild gefunden habe, dann habt ihr das ja gesehen, hat der vorne, ja, da so eine riesen Verkleidung und so Blinker, die nach außen gehen. Ja, die sind natürlich abgerissen alles, ne? Frisch lackiert, alles abgerissen und ich wollte dann natürlich erstmal den Roller aufheben, den Blinker aufheben. Ja, Spiegel war auch ab. So alles, was so auf der rechten Seite war. Weißt du, ich mit meinen 14,5 oder ja, ein bisschen kurz bevor ich 15 geworden bin. Und ich so, scheiße, mein Roller. Und oh, schönes Set. Und mein Vater, bist du bescheuert? Heb das auf, wir fahren weg, du hast noch keinen Führerschein. Ja, das war eine lustige Aktion. Das war so mein erster Unfall auf einem motorisierten Zweirad. Dann habe ich, das ist glaube ich, ja, ein knappes Jahr später gewesen, also ich war noch keine 16, bin ich in Strahlen, ja gut, das kennen ihr alle sowieso nicht, auf jeden Fall ist da so eine 30er-Zone und da hast du da manchmal so Hückel, wo du drüber fahren musst, die waren aber ein bisschen breiter, nicht diese kurzen, sondern wo du hochfährst, so eine Plattform und dann wieder runterfährst und genau da ist vor mir dann eine Frau mit so einem ganz alten Auto, aus einer Einfahrt rückwärts rausgeparkt und aber so schnell, da konnte ich gar nicht reagieren und
Oder ich habe die gar nicht gesehen, so schnell war das. Da bin ich über volles Fund hinten drauf gebrettert. Mit meinen 30 km/h. Vorne die ganze Front war im Arsch. Das war alles wie, als wenn eine Scheibe durch, also als wenn eine Scheibe komplett zersplittert. So sah meine Front von dem Roller aus. Da dachte ich auch, scheiße, was ist jetzt los, ne? An dem Auto war nichts dran, gar nichts. Das war so ein uralter, was, ich weiß nicht, irgendeine ganz alte Krücke. Also, da ist die Frau ausgestiegen, oh scheiße, tut mir leid und blablabla. Und ist aber ja in Deutschland, ist ja so, wer drauf fährt, ist schuld. Und ich muss auch dazu sagen, auch wenn ich schon nur 30 fahre, ich habe auch gepennt. Also ich habe auch nicht richtig aufgepasst. Ich habe irgendwie links oder rechts geguckt und auf einmal stand die Frau dann da, ne? Und ich konnte noch sehen, dass die einen Rückwärtsgang drin hatte. Und dann, also ich hatte keine Zeit zum Bremsen, ging wirklich paff und dann war ich da hinten vor. Und dann gucke ich so vorne die ganze Front ab. Wirklich alles im Arsch. Ich hätte jetzt auch entscheiden können, ob wir dann die Polizei rufen und so, sage ich, ja, ich bin ja schuld. Also ich bin auf jeden Fall mit dran schuld und wenn sie sagen, am Auto ist nichts dran, dann ist das ja nur für mich meinen eigenen Schaden und den muss ich dann selber bezahlen. Und gut ist. Ja, dann habe ich meine Bruchstücke eingepackt und bin dann nach Hause gefahren. Und ohne Witz, also wir haben das alles wieder geflickt mit Glasfaser, Spachtel und diesen Glasfasermatten von hinten. Haben wir die komplette Front wieder rekonstruiert und du hast nichts mehr davon gesehen. Wie lustig sind die denn? Und da war echt cool. Da haben mein Vater und ich dann wieder richtig ordentlich hingekriegt. Ja, und dann später ist mir dann auch bewusst geworden, wie hässlich der Roller eigentlich ist, dass ich doch was Cooles haben wollte. Und dann habe ich mir eine Aprilia SR 50 geholt und da war natürlich ein schöner Roller. Jetzt muss ich mal überlegen, was war denn danach der Unfall? Ja, also ich war mal bei einem beinahe Unfall in meinen Rollerzeiten dabei. Und zwar von meinem auch besten Kollegen aus Strahlen, mit dem bin ich auch heute noch gut befreundet. Und der hatte so einen Vollidioten auf seiner Straße wohnen. Der hat dann auch gerade, der war glaube ich ein oder anderthalb Jahre jünger als wir. War ein Jahr jünger als wir. Hat sich dann auch ein Roller, also so ein Bonzenjunge, weißt du, so Eltern, die viel Geld haben. Der Junge kriegt halt alles in den Arsch gesteckt, so einer ist das. Und wir waren nicht so, wir mussten halt für unsere Roller und für alles irgendwie so ein bisschen, wir waren Zeitung austragen und so weiter. Ne? Wir mussten uns dort selbst finanzieren und hatten dann eben auch nicht die neuesten Geräte. Aber spielt ja keine Rolle. Aber das war dann so ein Vollspasti. Und da könnte ich mich heute noch drüber aufregen. Mein Kumpel war, der hatte seine damalige Perle hinten auf dem Roller drauf und der hatte so ein Rex. Das ist ja schon so ein kleines Teil. Gut, die waren beide relativ schmal. Damals war ich auch noch ganz schmal. Also richtig so, ne? Die sind dann da gefahren und ich war hinter denen. Mein Roller war immer schnell, deswegen habe ich die mal vorfahren lassen. Und dann kam der Idiot, der auch auf der Straße gewohnt hat, von meinem Kumpel, und hat die beiden, da war eine leichte Linkskurve, und der hat die so abgedrängelt und geschnitten, dass die bremsen mussten, der Roller ist hingeflogen. Die haben sich nicht verletzt, gar nichts. Und ich bin sofort hinterher gebrettert und ich habe jeden in Strahlen eingeholt. Es gab keinen, der schneller war als ich. Keinen einzigen. Dafür habe ich auch viel kassiert und viel Geld bezahlen müssen damals, weil sie mich dann irgendwann mal erwischt haben. Aber egal, es gab keinen, der schneller war als ich. Und ja, ich habe den dann eingeholt, habe den erstmal dann zur Rede gestellt. Es hat erst mal ewig gedauert, bis der mal angehalten ist. Ich habe damals nicht geredet, sondern ich habe anders gehandelt und genauso habe ich damals dann auch gehandelt. Gleich eins aufs Maul. Und der wusste genau Bescheid, wofür das war, weil der hat gesehen, dass die beiden hingefallen sind. Sag ich, was bist du denn für ein Arschloch, ne? Muss das sein, die hätten sich auch verletzen können oder was brechen können. Ja, ein paar Wochen später saß ich mit meinem Kumpel vor der Haustür und da kam der Vater. Ja, wer ist denn hier ein? Also hat jemand meinen Namen gefragt, sag ich, ja, das bin ich. Ja, wenn nochmal sowas kommt, ne, dann ruf mal die Polizei. Das gibt eine Anzeige. Ich so, ja, da können wir mithalten. Wie meinst du das denn? Ich so, ja, ihr Sohn hat einen Unfall verursacht, der Roller ist kaputt. So, was ist Ihnen lieber? Entweder er einen auf die Nase kriegt und ist an nichts passiert, oder wir rufen die Polizei und er verliert seinen Führerschein und so weiter und so weiter. Und dann war die Sache auch ganz schnell geklärt. Also dann haben wir nichts mehr gehört. Ja komm, als Jugendlicher, da darf man nochmal ein bisschen austicken. Jetzt muss man sich ja beherrschen. Was war denn mein nächster Unfall? Ah ja, genau. Ein Unfall, der fällt mir gerade ein. Der ist mir letztes Mal nicht eingefallen. Und zwar bin ich damals zur Arbeit gefahren. Bis zu dem Tag, wo ich meine Abschlussprüfung habe, bin ich noch meine eigenen Roller gefahren. Und ich habe ja schon mal erwähnt,
Ja, ich glaube, wenn das Video online ist, dann habt ihr mein NPU-Video schon gesehen. Das heißt, da müsstet ihr jetzt quasi wissen, dass ich genau an dem Tag das letzte Mal gecasht worden bin von der Polizei. Also, seitdem bin ich dann keine eigenen Roller mehr gefahren. Da habe ich mir ein Mountainbike gekauft, bin dann halt mit dem Fahrrad zur Arbeit gefahren und ab und zu bin ich dann mal den Roller von meiner Schwiegermutter gefahren, weil den durfte ich ja fahren, so, und der war auch gepflegt und nicht getuned und alles original. So, da ging das. So, und dann war aber mal Winter, oder was heißt Winter? Ja, doch, war, ja, da lag Schnee. Und da bin ich durch Passmühle gefahren. Passmühle ist so, da ist so ein Bundeswehrdepot und da hast man die sieben Quellen, das ist so eine Sehenswürdigkeit und so ein bisschen Naturwald. Und da ist halt so eine Strecke, da bin ich halt mit dem Roller dann immer gefahren als Abkürzung. Und dann ist mir so ein Karnickel vor den Roller gerannt oder etwas Größeres als Karnickel. Irgend so eine größere Version davon. Hase, Karnickel, was weiß ich nicht, welches größer ist. Das wisst ihr wahrscheinlich besser als ich. Ja, und ich wollte dann ausweichen und bin auch ein bisschen gerutscht. Und dann bin ich den Hang von den sieben Quellen runtergeballert. Voll mit einem Helm vor dem Baum geknallt. Ja, ich hatte alles geprellt und so, musste ein paar Wochen lang so eine Nackenkrause tragen. Und ja, das tat auch richtig weh. Das ist mir letztes Mal gar nicht eingefallen. Jetzt so, wo ich jetzt spontan ein Video neu aufnehme, da fallen mir schon ein paar Sachen wieder mehr ein. Bei dem Roller waren nur ein paar Kratzer. Weil der Baum, der war so ein bisschen rechts von mir und ich wollte keinen Ärger kriegen, ne, zu Hause. Und deswegen habe ich dann quasi meinen Körper vor den Baum geschmissen, anstatt den Roller. Und ja, völlig Banane. Ja, das war schmerzhaft. Also war wirklich schmerzhaft. Der Helm, der war auch Schrott. Also er hatte komplett einen Riss durch. Aber da muss man sehen, dass man, selbst wenn man 40 fährt und dann, und das waren ja dann auch schon keine Fits mehr. Ich habe ja auch gebremst vorher, aber es ging ja dann direkt runter. Ich bin halt recht so ausgewichen. Ja, wenn du dann mit dem Helm davor knallst, da tut schon weh. Also, da tut schon richtig weh. Da bist du am Arsch. Ja, die nächste Unfallsituation, die ich hatte. Ja, ich habe ja relativ früh, ich hatte ja zu den Zeiten, wo ich ja dann ab ich glaube, war ich 18, 19, hatte ich ja schon mein Motorrad. Oder hatte ich ja schon mein erstes Motorrad. Das habe ich damals von meinem Vater abgekauft. Und die habe ich dann neu lackiert und so weiter. War eine ZZR 600 Kawasaki. War eigentlich original, das war so ein Sporttourer, aber komplett umgebaut zum Streetfighter. Und ja, da habe ich mich dann so ein bisschen dran ausgetobt. Ich habe dann auch eine eigene Garage gehabt und die war auch dann, die war so positioniert, dass ich gar nicht durch Strahlen fahren musste, sondern ich konnte direkt raus und dann so Nebenstraßen. Das hat auch wunderbar funktioniert und dann bin ich auch ab und zu mit dem Ding gefahren, auch ohne Führerschein. Du asoziales Element! Ja, und dann kam eine Rechtskurve, hinten Richtung Winternahm, kam eine Rechtskurve und früher ging das, war noch so eine Strecke, dann ging das halt, wenn ich rechts war, ja links, dann ging es richtig runter. Das ist jetzt ein bisschen begradigt worden. Und dann war da Gott sei Dank ein Maisfeld. Ich bin da mit locker 80 Sachen runtergeknallt und schön in das Maisfeld reingedonnert. Meine Fresse, tat mir der Brustkorb weh. Aber sonst hatte ich nichts. Das Motorrad war aber vorne, war die ganze Gabel war weggeknickt und da war Schrott, das Ding. War eigentlich schade, ey. Ich war so blöd. Das war ein schönes Motorrad. Ich habe, glaube ich, auch ein Bild auf meinem Instagram-Kanal, wo ich da drauf sitze. Und allgemein, also ich für damalige Verhältnisse, das ist jetzt ja schon, warte, ich bin jetzt 33, ich war damals 18, 19 oder allerhöchstens 20, zwischen 18 und 20. Guck mal, das ist ja schon 13 Jahre her. Zwischen 13 und 15 Jahre muss das schon her sein. Hätte ich den Scheiß mal nicht gemacht, dann wäre das wahrscheinlich meine erste Maschine, die ich hätte schon offiziell fahren dürfen. Da ist es dann nicht geworden. Ich habe sie dann an einen Holländer verkauft und der hat die wieder hergerichtet. Aber ich habe da gleich rausgekriegt, wie ich meinen Vater dafür bezahlt habe. Also habe ich auf jeden Fall kein schlechtes Geschäft gemacht. Aber war eine schmerzhafte Erfahrung. Ja, manchmal macht man so doofe Sachen. Ich habe einmal miterlebt, aber einen richtig krassen Motorradunfall. Der ist direkt vor mir passiert, vor 2 oder 3 Jahren. Ich sag jetzt mal vor 2 Jahren. Mit dem Motorradclub machen wir mal so eine ganz große Tour. Dann fahren wir mal nach Frankreich. Und dann sind wir wirklich
mehrere hunderte von Motorrädern. Also du guckst nach vorne, du siehst kilometerweit nur Motorrad. Und du guckst nach hinten, du siehst kilometerweit nur Motorrad. Nein, doch. Und das ist schon heftig, da muss man auch schon können. Gerade in so einem Pulk. Dann auch versetzt zu fahren und so weiter. Und die Schlange, die zieht sich dann auch. Du fährst dann mal extrem schnell, damit du wieder hinterherkommst. Und der ganze Pulk ist dann so schnell. Und du musst dann wieder abbremsen und so. Das ist schon nicht ohne. Und das ist auch richtig belastend teilweise. Also, wenn man es nicht kann. Und dann war da eine Frau, die war aber schon, ich weiß nicht, zwischen 40 und 50, würde ich jetzt schätzen. Die hatte ganz frisch ihren Motorradführerschein und die hatte eine LS650, so eine kleine Shopper, so eine Suzuki, so ein Einzylinderteil. Und die ist schon mehrere Kilometer vorher, also wir fahren ja da mehrere hundert Kilometer und das ist immer sehr, sehr heiß, wenn wir die Tour fahren. Einmal hat die vorher vergessen zu tanken, dann sind wir auf der Autobahn stehen geblieben. Dann musste natürlich jemand mit dem Kanister Benzin holen gehen. Ja, und dann waren wir ja schon irgendwie zweigeteilt. Der ganze Pulk, der dann vor ihr war, hat er alles gar nicht mitgekriegt. Und wir haben halt immer so mehrere Treffpunkte, die wir anfahren, damit wir auch wieder zusammenkommen. Das ist ja schon sehr gut durchdacht. Gerade wenn du zwischen 300 und 500 Motorräder bist, dann du musst einfach ein System und einen Plan dahinter haben. Und so funktioniert auch eigentlich ganz gut. Und dann fällt auch schon mal auf, wenn einer fehlt. Also in den meisten Fällen zumindest. Ja, und das ist die da auch aufgefallen. Ich war nämlich in den vorderen Pulk, der da gar nicht mitgekriegt hat. Und wir mussten halt alle warten, bis dann mal einer gesagt hat, ja, da die und die hat vergessen zu tanken. Die ist auf der Autobahn stehen geblieben, also liegen geblieben. Ja, dann hat die getankt. Dann fuhren die weiter. Und dann verliert die ihr Gepäck. Das muss ja mal reinziehen. Dann verliert die ihr Gepäck auf der Autobahn. Dann mussten die das noch einsammeln. Also da waren dann auch irgendwie 20, 30 Kilometer später. So eine frisch gebackene Führerschein-Neuling in so einem Pulk. Erst vergisst sie dann zu tanken. Was kann ja mal passieren, ne? Du kannst es ja selber noch nicht einschätzen, wenn du ganz neu bist mit deinen in der ganzen Materie. Dann verlierst du noch dein Gepäck. Dann ist das ultra heiß. Dann ist man wahrscheinlich ein bisschen noch dehydriert, weil das so heiß ist und ihr kennt das ja, wenn man langsam fährt beim Motorrad. Ja, dann wird das schon mal ein bisschen warm. Ja, dann waren wir erst am Treffpunkt da an der Grenze und von da aus ging es dann weiter durch diesen kurvigen Strecken dann in Frankreich und die waren wirklich da so ein bisschen, ja, Gebirge will ich jetzt nicht sagen, aber so, es ging schon so Eifel-ähnlich, sage ich mal. Und dann hast du dann so kleine, ja, nicht Serpentinen, aber so kleine, ganz enge Straßen, die direkt am Hang sind und die ist schon, die war dann nämlich direkt vor mir, die Frau. Also direkt vor mir. Links war einer so versetzt und die war direkt vor mir. Und die ist dann die ganze Zeit schon immer Schlangenlinien gefahren. Was ja auch relativ gefährlich ist bei so vielen Motorrädern, weil du musst immer so ein bisschen Platz haben, damit man atmen kann. Also damit man ein bisschen gegensteuern kann alles. Und das hat die nicht gemacht. Und du hast schon gemerkt, die war komplett überfordert. Und ich habe dann schon ein bisschen Abstand auch gehalten. Oh, ich muss jetzt mal ein bisschen Gas geben. Dann sage ich mal, zwei, drei so ganz, ja, waren schöne Kurven für einen erfahrenen Motorradfahrer, sind das schöne Kurven. Und ja, die hat dann ein ganzes Gepäck hinten, das hing auch schon alles wieder so halb daneben und so, war kurz vom Runterfallen alles. Und du hast halt gesehen, die ist wirklich so Schlangenlinien. Normalerweise bei so einem Pulk, ich fahre jetzt hier, dann hast du versetzt da ein Motorrad und dann einige Meter vor dir wieder Motorrad. Das zieht sich dann halt immer so durch. Und die hat halt nie die Lücken freigelassen. Die ist halt immer links und rechts und aber nicht so kontrolliert, dass du jetzt sagst, die fährt mal so ein bisschen lang oder so. Nee, die war so planlos. Und dann auf einmal war eine Linkskurve und dann standen in der Linkskurve zwei Bäume und die hat dann auf einmal, hat die irgendwie Gas gegeben. Ich weiß nicht, ob die abgerutscht ist und eigentlich bremsen wollte. Ich gehe mal davon aus, dass die bremsen wollte, dass die so hier gezogen hat und dabei so runtergezogen hat, weil das sah nämlich so aus. Ja, und dann hat die Gas gegeben und dann konnte die nicht mehr lenken. Also mit dem Ding sowieso nicht. Da Schräglage ist ja mit so einer Shopper ja überhaupt nicht gegeben. Und dann ist sie geradeaus durch und der Baum ist so knapp. Also die ist so knapp an dem Baum hier vorbeigeschlittert, der Baum stand hier und die ist geflogen und da muss man noch sagen, wir waren relativ hoch. Also es ging locker 4,
4 Meter auf jeden Fall ging es da runter. Es ging direkt runter neben der Straße. Ich dachte, ach du Scheiße, entweder knallt die jetzt vor dem Baum. Nein, da ist die Gott sei Dank genau dran vorbei gerade. Ja, dann ist sie an dem Baum vorbeigestittert, aber die war direkt weg. Unten war relativ hohes Gras und ich denke mal, das hat ihr auch ein bisschen, gerettet. Aber ich habe sofort angehalten, habe den kompletten Pulk, egal wie viele Motore da hinter mir waren, ich habe mich so auf die Straße quergestellt, so, hier geht es jetzt nicht mehr weiter, hier ist ein Unfall passiert, bin sofort runtergerannt. Und ich habe nur das Motorrad gesehen, das sah, ich weiß nicht, wie oft sich das überschlagen hat, weil es ging ja echt, ja, 4 Meter runter so. Und dann hast du ja nochmal Geschwindigkeiten, die du ja das beschleunigt dich ja nochmal im Fall. Und die lag einige Meter weiter da hinten, das heißt, das Motorrad muss die so weggeschleudert haben. Und die lag dann auch mit dem Bein vom Motorrad weg, also du hast echt gesehen, dass die über Kopf ist. Und die hat sich auch entweder, war das jetzt im Nackenbereich oder Schulter, irgendwo da hat sie sich auch verletzt und das musste, glaube ich, auch operiert, weiß ich jetzt nicht mehr. Auf jeden Fall auch Nackenkrause und irgendwie sowas. Aber mehr hat die Gott sei Dank nicht gehabt, aber die war kaum ansprechbar. Aber wahrscheinlich, weil die sowieso dehydriert war, vorher nicht getrunken hat, immer wenn wir die Pausen machen. Ich habe echt gedacht, die ist jetzt tot oder so, ne? Weil das sah echt krass aus. Wie in so einem Film, ey. Da habe ich echt gedacht, scheiße, jetzt ist ja vorbei. Ne, da ging mir noch ein bisschen die Pumpe durch. Ich bin da geblieben mit, ich glaube, insgesamt 3 oder 5 Leute waren wir, glaube ich. Da war ja Krankenwagen, Notarzt kam, dann wurde die ja dann wegtransportiert. Dann haben wir ADAC gerufen, wir haben zusammen mit dem ADAC das Motorrad hochgeholt. Und das war eine Aktion, das hat bestimmt eine Stunde gedauert, das Motorrad da hochzuheben. Ja, und dann sind wir dann irgendwann weitergefahren. Polizei war noch da, ein Unfallbericht und so, Zeugenaussagen und so weiter. Ja, ich habe mal einen Autounfall überlebt, aber da war ich noch Kind. Meine Mutter, glaube ich, meine leibliche Mutter mal gefahren. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erzähle ich mal irgendwann anders, weil das ein ganz anderes Thema ist. Ja, was habt ihr so für Unfallgeschichten? Ich hoffe, ihr habt keine schlimmen Unfallgeschichten. Und also ich muss auch dazu sagen, es gibt ja die einen Motorradfahrer, wenn die mal einen Unfall hatten, die haben dann Angst und fahren dann nicht mehr. Man kann ich auch irgendwo verstehen. Und ich habe auch so viele in meinem Umfeld, auch sei es jetzt im Motorradclub oder halt irgendwo etwas daneben, die beim Motorradfahren halt gestorben sind durch vielleicht selbstverschuldete Unfälle oder eben nicht selbstverschuldet, aber es ist einfach passiert. Und trotzdem habe ich nicht den Gedanken, damit aufzuhören, denn eigentlich fahre ich relativ vorausschauend. Ich denke mal, das seht ihr ja auch in den Videos. Klar, man hat auch mal seine Momente und gibt auch mal ein bisschen Gas und so, aber das muss halt im gesunden Rahmen bleiben. Wo wollen die mal alle hin? Ich will doch hier nur in Ruhe Moped fahren. So, ja genau. Ich wollte das Video jetzt hier auch direkt beenden. Ich hoffe, es waren ein paar lustige Geschichten dabei und ich konnte euch wieder ein bisschen unterhalten. Ja, lasst mir gerne ein Like da, abonniert meinen Kanal, so halt das YouTube-Übliche. Ja, dann sehen wir uns im nächsten Video wieder, Leute, und haut rein!